Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal viele sorgenvolle Gedanken habt oder euch einige Ängste quälen? Manchmal fühlt sich das so schwer und erdrückend an, dass es gut ist zu wissen, dass es einige Möglichkeiten gibt, die wir nutzen können, um uns davon, von dieser Last zu befreien. Ich möchte euch heute zu einer kleinen Achtsamkeitsübung einladen, in der es darum geht, seine Sorgen und Ängste einmal fließen zu lassen, ähnlich wie ein Fluss. Setzt euch einmal hin, schließt eure Augen und stellt euch vor, ihr säßet an einem Fluss. Das Wasser plätschert so vor sich hin. Die Sonne scheint warm auf eure Haut. Ihr hört die kleinen Wellen plitschern und plätschern und ihr seht, wie sich das Sonnenlicht auf den Wellen spiegelt. Manchmal spritzen auch einige Wassertropfen an eure Füße, eure Hände oder eure Arme und es riecht wunderbar frisch hier am Wasser. Lauscht noch einige Zeit dem Wasserrauschen und genießt diesen wundervollen Ort ein wenig. Nun stellt euch vor, dass ihr viele kleine Papierschiffchen gebastelt habt. Jedes Schiffchen steht für einen sorgenvollen Gedanken oder eine Angst, die ihr habt. Setzt das Sorgenschiffchen nun auf den Fluss und lasst es mit den Wellen dahin fließen. Ein Schiffchen nach dem anderen. Ihr könnt zusehen, wie eure Schiffchen von den Wellen und den Strömungen des Flusses hinuntergetragen werden, weit weg von euch. Die Schiffchen werden immer kleiner und kleiner, bis sie am Horizont verschwunden sind. So sitzt ihr noch eine kleine Weile. Und jetzt schaut ihr euch einmal um. Öffnet die Augen. Ihr seht Kieselsteine im flachen Wasser. Ihr seht, wie sich das Sonnenlicht auf dem Fluss spiegelt. Vielleicht ziehen jetzt auch andere Gedanken in eurem Gedankenfluss vorbei. Der Fluss mit euren Gedankenschiffchen fließt immer weiter. Öffne jetzt wieder langsam deine Augen und stelle fest, dass du wieder im Hier und Jetzt angekommen bist.